Moin Leute, ich habe die Glossy Box erhalten diesen Monat, also wie jeden Monat. Und ich würde sagen, ich schnack gar nicht lange, wir packen sie zusammen aus. Ich bin schon sehr gespannt. So, das erste, was ich hier natürlich raushole, ist wie immer. Das Glossy Magazin, wo die Preise drinstehen. Ich zahle für die Glossy Box 15 Euro, habe dann damit aber auch das Recht, die jeden Monat zu kündigen. So, und hier gucke ich erst noch gar nicht rein. Ah, ich habe doch schon mal reingeguckt. Nein, ich gucke hier gar nicht rein und ich würde sagen, wir machen einfach direkt mal weiter und schauen mal, was wir da Schönes drin haben. Mein Sticker ist dieses Mal ganz schön weit auf der Seite. Sonst ist der immer so mittig, aber ist ja auch egal, ist ja nicht so wichtig. Okay, das sieht richtig vielversprechend aus. Ich habe mich übrigens extra nicht geschminkt, damit wir Sachen gleich ausprobieren können. Habe da hinten auch Pinsel und Spiegel stehen. Liegen. Ah, okay, das erste freue ich mich, glaube ich, schon sehr. Also das erste, was ich hier sehe, ist eine Zahnpasta, eine super Koko-Zahnpasta. Mit Kokosnussextrakt, mit Whitening-Effekt und zu 100% vegan. Das finde ich sau cool. Ich mag zwar keinen Kokos, aber ich habe schon häufig gehört, dass das gut für die Zähne ist. Ich hoffe, wie gesagt, dass es nicht so extrem riecht nach Kokos. Das wäre, ach Quatsch, schmeckt. Riechen geht noch, aber schmecken ist furchtbar. Hier steht auch nochmal drauf. Meine leckere Formel mit Kokosnussextrakt bringt Zahnstein und Plaque auf die Palme. Endlich Urlaub für deine Zähne. Mit Fünffachschutz. Ja, naja. Meine Kieselsäure sorgt für natürlich sanftes Whitening, damit du mit deinen Zähnen um die Wette strahlen kannst. Ich kann das ja mal rausholen. Das sieht irgendwie erstmal aus. Wenn da nicht Happy Brush draufstehen würde, sieht es erstmal aus wie eine Lotion, oder? Ja, es riecht auf jeden Fall nicht. Also, es riecht schon nach Kokos, aber nicht so. Also, ich muss es probieren. Ich sag euch da gerne mal auf Instagram Bescheid. Wenn du mir da noch nicht folgst, kannst du das gerne machen. Da heiße ich wie hier. Und da werde ich die testen und mal mein Feedback geben. Also, ich als Kokoshasser. Jedenfalls was vom Schmecken her. Lass mich überraschen. So, das zweite, was ich raushole, ist einmal von Neutrogena ein Cellular Boost Anti-Aging Tagespflege. Ja, eine Tagespflege mit Anti-Aging brauche ich in der Regel nicht. Mal gucken, was er heute sagt hier. Nein. Okay, schade. Ich probiere es, glaube ich, irgendwann nicht mehr. Irgendwann werde ich es nicht mehr probieren. Genau. Ja, also diese Tagescreme kostet 15 Euro. Ja, ist doch okay. Und die Zahnpasta, die wir gerade hatten. Wow, okay. Ich hätte gedacht, dass die teurer ist. Ich hätte damit tatsächlich irgendwie 8 Euro oder was gerechnet. Sie kostet tatsächlich nur 3. 75 Milliliter, ja. Die kostet tatsächlich nur 3 Euro. Also nicht, dass das jetzt schlechter oder besser ist. Ich hätte bloß einfach mit einem anderen Preis gerechnet. Naja, gut. So, das nächste, was ich raushole, ist eine Geldusche von Lacoste. Finde ich auch sehr cool. Ich kann ja mal dran schnuppern. Kann ich nicht? Ach doch, kann ich. Ja, ach, ich rieche immer morgens noch nicht so gut. Ich glaube, es riecht aber auch einfach nur dezent. Aber ja, ist doch eine nette Sache. Ich könnte mir vorstellen, es kostet 10 Euro. Guck mal nach.
kostet 13 Euro. Naja, ganz so weit weg war ich ja auch nicht. Okay, das nächste, was ich raushole, kann ich tatsächlich noch nicht ganz deuten. Also ich zeige es erstmal. So sieht es aus. Es ist halt so ein, also irgendwas Nagellackartiges von Uslo. Soll das noch ein S sein? Uslos. Leilines? Also ich habe es gerade in dem schlauen Heft gefunden. Es heißt Uslo Airlines. Ich dachte, dieses Schnörkel hier dazwischen, das ist hier bei der Schrift auch nochmal dazwischen, das ist kein A, sondern es sind einmal ein S und einmal ein J. Also das habe ich, ja, das soll ein A sein und kein S und J. Aber ja. jetzt sollt ihr euch vielleicht auch noch sagen, was es ist. Vibram Nail Polish. Ah, das ist ja sau cool. Okay. Also wenn du den über deinen Nagellack gibst, bin ich jedenfalls der Meinung, so habe ich das hier jetzt rausgelesen, dann hast du einen Aquarelleffekt. Das heißt, wenn ich jetzt, guck mal, ich habe ja doch noch Restnagellack, ich mache das einfach mal. Guck mal, so sieht der jetzt noch aus. Ich habe richtig schön lackierte Nägel. Ich weiß natürlich jetzt nicht, scheiße, das hätte ich vielleicht vorher rausfinden sollen, ob die dafür frisch lackiert sein müssen. Bestimmt. Ich meine, mein Übereifer. Auf trockene, fettfreie Nägel auftragen, kurz trocknen lassen für das innovative Ergebnis. Mehrere Schichten. Ja, finde ich an sich cool, wenn es funktioniert. Naja. Okay. Also, Nagellack. Oder Aquarell-Topper. Oder. So. Was habe ich hier? Ist ein Nahrungsergänzungsmittel, wichtige Mikronährstoffe für Haut, Haare und Nägel mit Biotin und Zink zum Erhalt normaler Haut und Haare. Okay, das sieht so aus. Es kommt hier, ich glaube, es ist ein Fläschchen. Ja. Ah, okay, das ist... Es ist eine Portion hier drin, also es ist einmal, ich schluck ja lieber solche Tabletten oder so, ne? Bei sowas bin ich ja immer so eine kleine Mimose und denke mir, boah, wenn das nicht schmeckt. Ich weiß nicht, ob ich schon einen Unterschied sehe. Ja, von Orthomol Beauty. Kenne ich nicht. Aber das könnte ich ja eigentlich. Angst, dass es mir gleich schlecht geht. Wenn ich es so eklig finde. Aber ich probiere es. Komm, Stößchen auf uns. Na, es riecht nach Multisaft. Multisaft geht auf jeden Fall. Vielleicht sollte ich nochmal. So, Nastrovje. Okay. Also es roch wie Multisaft. Ich finde aber, es schmeckt eher wie Gammelsaft. Also ganz doll säuer. Also ganz doll, aber so leicht säuerlich, so als wenn er schon nicht mehr gut wäre. Bäh. Nein, kann ich nicht empfehlen. Würde ich auch gar nicht. Also, ich muss halt auch mal ehrlich sagen, ich bin halt auch nicht jemand, der dann durchhält. Ne? Und wenn ich dann mir vorstelle. Boah, nee. No, no. Ich müsste das jeden Tag trinken, ich würde es einfach nicht machen. Ich hätte Ausreden, warum ich es nicht jeden Tag trinke. Und das letzte und ich glaube auch das Highlight-Produkt aus dieser Box. Ich muss die Zahnpasta aufprüfen, ne? Aber ich hoffe, es schmeckt nicht nach Kokos. Wie dem auch sei, jedenfalls ist es eine Sleek-Palette.
Das ist schon mal richtig cool. Eine Sleek Palette. Destroyed Dreams. Ja, dann wollen wir die Destroyed Dreams doch mal öffnen hier. Steht hier noch mal was? Nichts, was ich wissen muss, ja. Och, schaffen wir es denn? Oh, kennt ihr das? Ich habe nicht mal eine Schere gefunden. Ich habe jetzt ein Messer mitgebracht. Übrigens, mein toller Aquarelleffekt, ne? Es ist jetzt hier, ich habe es jetzt hier angefasst und es war noch nicht trocken und deswegen sieht es jetzt aus wie Schrumpeloma. Oh, sowas frustriert mich, Hammer. Wenn ich Scheißsachen nicht aufkriege. Alter Sleek, wenn du jetzt nicht geil bist, dann weiß ich nämlich auch nicht. Guck mal, da bist du. Hallo. Ja, so sieht das erstmal aus. Ja, und so sieht es von innen aus. Ich glaube, ich werde das nicht ausprobieren. Ich probiere ja sonst alles aus, aber ich glaube, jetzt probiere ich es nicht aus, weil dass jemand von euch dann wahrscheinlich einfach irgendwann gewinnen kann. Ich mache auf meinem Instagram immer relativ häufig Gewinnspiele. Und es kommt jetzt auch ein richtig cooles Gewinnspiel noch von der Box, die ich doppelt bestellt habe, die ihr gewinnen könnt. Das wird bestimmt das nächste Video sein, ich weiß es noch nicht genau. Ja, finde ich cool. Ich habe tatsächlich keine Ahnung, was das kostet. Wenn ich schätzen würde, vielleicht auch so 15 Euro. Ja, okay, also 13 Euro kostet die Sleek-Palette. Der Nagellack hat 17 gekostet. Habe ich euch das gesagt? Ich glaube, ich habe es euch gesagt. Ich finde den aber gar nicht so geil. Also klar, ich bin ja jetzt gegengekommen, aber so bei Essie-Nagellack, da ist der halt ruckzuck trocken und hier habe ich halt immer noch den Scheiß da hin und her machen kann. Naja, ich habe für sowas dann auch immer keine Geduld. Naja, wie dem auch sei. Jedenfalls, wenn ich dran denke, blende ich dir jetzt hier mal den Gesamtwert ein. Ich glaube, so grob überschlagen wird die schon einen Wert von 40 Euro haben, oder? So 40, 45 Euro? Ich weiß es nicht genau. Ich müsste das nachrechnen. Aber ich würde sagen, das war die Box. Ich fand sie an und für sich ganz okay. Also die Sleek-Palette ist bestimmt für viele ein Highlight. Ach so, was das kostet, weiß ich natürlich auch nicht. Das ist die Frage, ob das nur ein Goodie war, dieses Trinkding. Trinksti-Dingsti. Ich glaube, die ist hier auch nicht aufgeführt. Jedenfalls habe ich sie nicht gefunden. Das hier von Giorgio Armani, dieses Sea Body Lotion, finde ich ja richtig geil, ne? Die hätte auch drin sein können. Ist sie aber nicht. Nee, ist nicht drin. Ist auch nicht schlimm. Aber hiermit verabschiede ich mich und würde sagen, wir haben hier wirklich coole Sachen drin, ne? Ja, ich glaube, mit der Box kann man gut zufrieden sein. Da sind so alle bedient von über etwas älter, wegen Anti-Aging, Body Lotion, hier so eine Körperlotion, nein. Wie heißt es denn? Na, du weißt, was ich meine. Dann haben wir hier eine Zahnpasta, dann haben wir hier so ein Dings, wo ich noch nicht genau weiß, ob ich begeistert bin. Werde ich auch nochmal ausprobieren und auf Instagram posten. Ja, dann hier diesen Shot und die Sleek-Palette. Ja, das ist doch eine coole Ausbeute. Was sagt ihr? Schreibt mir gerne Kommentare. Ich freue mich über jedes Feedback. Like gerne das Video und wir sehen uns beim nächsten Mal.